Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich total zerknautscht. Ich bin tatsächlich seit heute Nacht 4 Uhr wach und konnte nicht mehr schlafen. Habe mich nur noch rumgerollt. Schuld war die Lu, die hat zu mir gesagt: Mama, kannst du bitte mit mir auf Toilette gehen? Und seitdem bin ich wach. Ja, ich bin dann quasi kurz nach Flo aufgestanden. Also habe mich dann aus dem Bett gerollt. Da war es, glaube ich, halb 7 oder 17:45. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ja, werdet ihr heute wieder mal eine etwas langsamere Steff erleben. Wir haben heute Montag und Franken versinkt im Schnee. Es hat gestern angefangen zu schneien. Da haben wir uns irgendwo noch gar nichts dabei gedacht. Aber von Stunde zu Stunde wurde das immer mehr und immer krasser. Also es sind locker, hätte ich gesagt, also mindestens 20 bis 25 Meter, ja genau, Zentimeter Schnee bei uns gelandet. Was natürlich mega cool auch für die Kids und so ist. Die Lou ist auch schon wach, die habe ich ganz normal aufgeweckt, als hätte sie heute Kindergarten, einfach aus dem Grund, dass sie heute Abend dann ordentlich ins Bett geht, wenn sie morgen dann tatsächlich wieder in den Kindergarten muss. Ja, mein Schatz? Aber der Dumbledore weiß nicht, was ich hab so gemacht. Okay. Die Lou guckt Fernsehen, früh ist das bei uns ja so zum Aufwachen rummuffeln, die frühstückt. Einen Hotdog, die wollte schon einen Hotdog essen, ich sag's euch. Dieser Montag fängt chaotisch an. Aber wir hatten ein sehr schönes Wochenende. Alle, die uns auf Instagram folgen, haben das natürlich schon gesehen. Wir hatten ja am Freitag unser 10-Jähriges und Flo hat mir wirklich einen sehr schönen Tag bereitet. Hat angefangen mit einem leckeren Frühstück. Dann waren wir noch kurz auf einem Bauernhof. Das haben wir mit Lou ausgemacht, weil wir da frische Milch und Eier und Kartoffeln von so einem Biobauernhof gekauft haben. Und durften uns dann auch ein bisschen am Stall umschauen. War richtig cool. Und dann ist Lou zu ihrem Patenonkel, also zu meinem Bruder und seiner Familie. Und ja, wir sind dann in die Badewanne und Flo hat was Leckeres zu essen geholt und ja, haben mit Champagner angestoßen, Pipapo, Mexiko und genau. Oh. Ansonsten war unser Wochenende sehr ruhig. Haben nicht wirklich was gemacht und jetzt schneit es schon wieder ohne Ende. Heiderzacken. Wo soll denn das nur hinführen? Ich bin wirklich sehr froh, dass ich heute nicht arbeiten muss, also sprich mit dem Auto wegfahren muss. Hier ist zwar alles schon relativ gut geräumt worden, aber trotzdem, ich habe dann auch meinen Kollegen heute Morgen noch geschrieben, sie sollen bitte gesund und munter auf die Arbeit kommen. Weil es ist ja dann doch immer nicht ohne, ne, bei so Witterungen Auto zu fahren. Genau. Ich habe schon die Küche ein bisschen aufgeräumt, Wäsche zusammengelegt, eine neue Wäsche angemacht und jetzt werde ich mich an mein Bügelbrett und an mein Bügeleisen schmeißen und endlich mal wieder meine Wäsche versuchen zu erledigen, während ich da, beziehungsweise bis ich dann die neue Wäsche aufhänge. Aber so ist das nun mal. Alles, was heute bei diesem winterlichen Montag passiert, wir werden dann, denke ich, auch zeitnah rausgehen, weil wir gesagt haben, wir kehren alles wieder sauber. Das hat Lou letztens so Bock gemacht. Gucken wir einfach mal, was der Tag noch so bringt. Und genau, alles, was heute passiert, seht ihr natürlich in diesem Video. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Man gar nicht mehr gewohnt, so früh aufzustehen und naja, wunderschön. Die Luna hat was ganz Tolles gebastelt am Wochenende. Ist das nicht süß mit der Ali? Ich zeig euch mal die Mauer. Und da steht noch Luna drauf. Also die Lou will jetzt Halligalli spielen und dann gehen wir ein bisschen raus, oder? Ein bisschen ja, frische weil, Luft schnappen. Ja, wollt ihr zugucken? Hey! Hallo, das ist die Klingel von Halligalli. Das ist die Klingel. Da ist sie. Klingel. Die will ich. Das sieht wie ein Keks aus. Together, I need only you in this crazy.
don't you do it right now? Schnell geht es mir immer, die Lu sich total gefreut, dass ich mit ihr rausgehe, diesen Schnee wegschiebe. Und dann kommt das Nachbarskind und jetzt ist sie weg. Also sie ist Schlittenfahren mit dem Nachbarskind und dessen Mama. Finde ich aber echt cool. Ja, die sind jetzt eine gute Portion an der frischen Luft. Ich habe zum Frühstück gesagt, oh Gott, mir tut jeder Knochen weh, weil ich einfach so müde werde. Ich werde jetzt so extrem krass müde. Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich eine heiße Badewanne nehme. Ich wollte nämlich auch noch ein bisschen Beauty machen heute. Aber jetzt muss ich erst mal gucken. Und meine neue Hühler, oder meine, was heißt neue, meine Hühlerbestellung, meine erste Hühlerbestellung ist gekommen. Die will ich jetzt auf jeden Fall auspacken. Ich habe mir ein paar so neue Aromen und so bestellt. Und dann will ich nämlich mal ausprobieren, unsere Topper einfach trocken abzusaugen mit diesem Mega-Apparillo. Ich war auch gestern bei meiner Nachbarin, habe es ihr mal ein bisschen gezeigt, ein bisschen was mit ihr gesaugt. Es ist immer wieder lustig, was da so zum Vorschein kommt. Auto, aber schon wieder auf dem Rückweg vom Einkaufen. Wir waren im Aldi und Kaufland und haben 100 Euro ausgegeben. Was soll das jetzt? Also, weil der Flo heute Pickelti und Frederik ist. Flo hat zwei richtig schöne Wummen im Gesicht. Und ist froh, dass man jetzt Maske tragen muss beim Einkaufen, dass man es nicht sieht. Ach, sei halt nicht so, ha? Zeig halt mal deinen Krater im Gesicht. Ich fange sie euch später noch ein. Genau, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und da habe ich zum Flo schon gesagt, wird gleich gekocht, weil mir schon wieder leicht übel ist. Ich habe schon wieder Hunger. Und dem muss ich natürlich Abhilfe schaffen. Heute gibt es Spaghetti Frutti di Mare à la Steff. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Salat wäscht übrigens du. Soll ich dir helfen, Schnuckelputz, oder trägst du allein? Danke. Ich muss sagen, wir haben aber wirklich viel gekauft. Also wir kommen jetzt wieder sehr gut über die Runden. Ich möchte auf jeden Fall sagen, bis zum Wochenende Minimum. So.
So, Abendessen fertig, Einkäufe sind verräumt. Eigentlich müsste ich es andersrum sagen. Ne? Einkäufe sind verräumt, Abendessen fertig. Der Flo macht jetzt noch den Salat. Der ist ja immer für Salat bei uns zuständig, weil ich hasse Salat waschen. Ich koche euch ein 800-Gänge-Menü. Aber Salat waschen, da renne ich euch schreiend davon. Facts about me. Und wisst ihr, was auch noch ein Fact ist? Dass diese Teigtaschen, hätte ich jetzt schon wieder fast gesagt. Alter, sag mal schnell, wie heißt denn das unter den Augen, Flo, hier, wenn das so angeschwollen ist? Tränensäcke. Also wenn hier dieses angeschwollene Etwas das sprechen kann. Ich bin richtig fertig. Ohne Witz. Also ich sehe nicht nur so aus, sondern ich bin so, ich habe gerade zu Flo gesagt, wenn ich es echt nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich werde krank. So richtig, jetzt hat es nochmal so einen richtigen Schalter umgelegt. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Halsweh. Flo guckt schon. Naja. Und ich habe schon zu Flo gesagt, Flo, wenn wir dann später den Mogi, also wenn ich dann später den Mogi ins Bett bringe mit Geschichte lesen und so weiter und du wirst mich dann auf einmal nicht mehr sehen, also ich komme einfach auch nicht mehr aus diesem Zimmer raus, dann lasst mich auch bitte schlafen, dann bin ich eingeschlafen. Das ist echt, echt heftig. Es ist halt heute früh um 4 und ich muss ja sagen, ich war heute ja schon wieder mehr als fleißig, mehr als fleißig. Genau. Wegen Valentinstag habe ich im letzten Video total vergessen, euch den Kolvin-Strauß zu zeigen und meinen passenden Rabattcode dazu. Das wollte ich noch schnell machen. Das ist mir dann beim Video aufgefallen, dass ich erst großspurig von diesem Sträußle spreche. Und dann zeige ich euch das gar nicht. So sieht es aus. Ein wunderschöner Strauß. Und mit dem Code LUMELU, wie sonst auch, sparst du 20%. Und die haben eine ganz tolle Valentinstags-Collection. Also guckt mal vorbei. Es ist auch ganz bequem. Die Sträuße werden einfach per Express, auch schon immer relativ früh am Tage, zu euch gebracht. Und Flo ist auch auf jedes Mal aufs Neue begeistert, wie frisch dieser Blumenstrauß ankommt und wie cool der verpackt ist und so. Also könnt ihr euch mal ausprobieren. Alle Infos findet ihr dazu unten in der Infobox. Und ich räume jetzt hier mal das Spielchaos auf, weil spielen kann ja immer jeder. Aber aufräumen, das kann nur der Mutti. Schau mal, was wir uns heute wieder richtig Geiles reinpfeifen. Spaghetti Frutti di Mare, alla Mama. Also alla Steff. Lu, wie schmeckt's? Sehr gut. Die Lu liebt nämlich Meeresfrüchte. Ich liebe mein Kind. Die liebt Oliven. Die liebt Meeresfrüchte. In Kroatien isst sie immer Miesmuscheln, ne, mit Weißbrot. Kein gnaschiges Ding. Außer bei Zucchini. Das neutralste Gemüse, das ich kenne, verschmäht sie. Was ist ein Pickel? Jetzt zeig er mal. Was denn? Du hast deine Hand im Gesicht. Ja. Mit der Hand. Vielleicht ist es, weil du jetzt Bartträger bist, dass du jetzt zu Pickeln neigst. Ich finde, aber es schaut nicht mehr so schlimm aus wie heute früh. Ja. Das Auto in deinem Gesicht ist weg. So, wir essen jetzt. Wir haben kurz vor 8. Wir zocken jetzt noch eine Runde und ich glaube, ihr seht uns einfach immer so oft zocken, da müsst ihr uns jetzt nicht auch noch beim Zocken zuschauen. Aber, echt? Unsere staubige Bude oder was? Luna, pass auf, dass du da nicht stolperst. Ja, halt Fusseln, ne? Sind einige drinnen. Was wollte ich jetzt schon wieder sagen? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, weil Flo mich irritiert hat. Achso, ich wollte einen Aufruf starten. Und zwar, auf welche Videos habt ihr in den kommenden Wochen und Monaten Lust? Viele langweilen ja vielleicht auch die Vlogs.
Oder ihr habt einfach mal einen außergewöhnlichen Wunsch. Sollen wir auch mehr kochen? Also stört euch das, dass wir zurzeit immer so ein Rezept mit im Video haben? Oder findet ihr das ganz cool? Oder würdet ihr das dann lieber mit aufwendigeren Rezepten in einem Extra-Video haben? Der Flo und ich planen nämlich auch schon ein How-to-Brater Schäuferla, also ein fränkisches Schäuferla. Das ist ein Stück vom Schwein und das gibt es nur bei uns in Franken und es ist sehr delicious. Ja, oder allgemein halt, also wer dir da, oder was wollt ihr sehen? Was wollt ihr in kommender, naher Zukunft sehen? Die Spielesammlung schulde ich euch ja noch. Alles andere, ich mache jetzt einfach mal ein Brainstorming mit euch. Klatscht es mir wirklich unten in die Kommentare und dann kann ich das schön rausfiltern. Was habt ihr so vorgeschlagen, auf was habe ich selber Lust? Und so weiter und so fort. Die Kochvideos, muss ich ehrlich sagen, haben mir und den Flo richtig Bock gemacht. Und das würde ich irgendwie schon so als festen Bestandteil mit aufs Kanälchen wandern lassen, neben meinen Hauls. Weil, gell Schatz, das hat uns irgendwie richtig Bock gemacht. How to Brother Weihnachtsgans fanden wir richtig super. Und ich schwör's euch, wenn wir es machen, How to Brother Schäuferla, ihr müsst es probieren. Das Einzige ist, wenn ihr nicht aus Franken kommt, muss ich nochmal genau im Internet nachlesen, was ihr dann zu eurem Metzger vor Ort sagen müsst, dass der annähernd versteht, was für ein Teil vom Schwein ihr da meint. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und die Zubereitung seht ihr dann bei mir. Da kommt Bier rein, mehr ist hochgenäht. Also das schmeckt auf jeden Fall gut. Und ja, ich spiele jetzt noch mit meinen zwei Süßen und dann bringe ich Lou ins Bett und gehe schwer davon aus, dass ich auch einschlafen werde. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und tschüssi bis zum nächsten Mal.